Haben wir noch Meinungsfreiheit in Deutschland? Leben wir bereits in einer Diktatur? Mein Gesprächspartner heute hat dazu sehr provokante Thesen. Wir sind uns da auch ein bisschen ins Gehege geraten dann. Ich freue mich riesig, dass ich Ihnen heute vorstellen kann, jemand, den ich schon lange interviewen wollte und den ich mir immer gerne ansehe. Das ist der Kabarettist Uwe Steimle. Guten Tag, Herr Steimle. Ich grüße Sie, lieber Herr Reitschuster. Danke für die Möglichkeit des gedanklichen Austausches. Ich danke Ihnen. Und weil wir uns frei austauschen wollten, wie erwachsene Menschen, und nicht einer Zensur unterwerfen wollten, wo man immer überlegen muss, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Ich glaube, einiges von dem, was wir heute besprochen haben, wäre für die YouTube-Zensoren schon ein Dorn im Auge gewesen. Drum gehen wir auf Rambl und auf Odyssee. Kleiner Schritt für Sie, kleiner Klick, wichtiger Schritt für die Meinungsfreiheit. Unter dem Video sehen Sie hier gleich den Weg ins zensurfreie Internet. Und ich gebe jetzt den Ball weiter an Herrn Steimle. Der hat jetzt eine ganz, ganz unangenehme Aufgabe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil er wirklich 30 Minuten hier mit Gedanken geglänzt hat. Und das Ganze jetzt zusammenzufassen in 2 Minuten, um Ihnen zu sagen, worum es ging, das ist schwierig. Aber ich glaube, er wird auch diese Aufgabe mit Brillanz meistern. Die Bühne ist Ihre, Herr Steimle. Also wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin die Reise geht. Und ich, da ich keinen Vater, also der war sehr selten zu Hause, hatte, habe mich an Büchern geschult. Ich bin erzogen worden durch Bücher. Und einer der schönsten Äußerungen, die ich jemals erhalten habe in dem Buch, war von Heinrich von Kleist, die Entwicklung des Gedankens beim Sprechen. Und dort, wo die freie Rede, wo man frei von der Leber reden kann, eigentlich Selbstverständlichkeiten, dort regiert auch nicht die Angst. Angst lebend. Und Angst kann nie gut sein für eine freie, demokratische Gesellschaft. Deswegen, ich appelliere daran, wir sollten ganz schnell den Diskurs öffnen. Wir brauchen runde Tische, die können auch eckig sein, aber solange wir miteinander reden, sprechen noch keine Waffen. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und deswegen und damit appelliere ich, geben Sie Gedankenfreiheit. Zurück zur Aufklärung. Ja, das ist ein schöner Appell, den ich auch so unterstreichen kann. Ich glaube, das ist wirklich so erschreckend, dass wir faktisch von der Aufklärung weg sind, dass wir die hinter uns lassen. Und die Aufklärung hat uns ja die ganzen Fortschritte ermöglicht, die wir heute haben, auch dass wir so ein Videogespräch führen können. Also nochmal, klicken Sie unten auf das eigentliche Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie und abonnieren Sie auch den Kanal von Herrn Steimle. Die aktuelle Kamera hier auf YouTube sehr zu empfehlen. Alles Gute, danke, ciao. Wenn es reden muss! Reitschuster.de